Ja, meine lieben Sparfüchse und Naturfreunde, vielleicht will der ein oder andere von euch bald ein DIY-Do-It-Yourself-Projekt starten und sucht nach Möglichkeiten, kostenlos an Baumaterialien zu kommen. Das hier sind nur ein paar Beispiele, wie man an gutes Baumaterial kostenlos rankommt und dadurch noch recycelt und somit die Umwelt verschmutzt. So gut wie all diese Gegenstände habe ich nichts bezahlt und ja, ich lebe hier in Portugal und ich zeige euch hier meine Methode. Nicht jeder von euch hat dieselben Möglichkeiten wie ich, aber ich will es euch einfach mal zeigen, dass ihr eventuell einfach mal zu euren Händlern in der Region geht und dort nach Müll fragt. Dann diese schönen Steine habe ich vom Marmorhändler. Paletten findet man auch auf verschiedene Art und Weise. Nägel braucht man in der Regel für DIY-Projekte, die man sich dann hier einfach rausziehen kann. Man kann sich vieles auch einfach kostenlos aus der Natur holen, wie so Holz oder sich selber Schnüre machen. Vor allem für so ein DIY-Steinbauprojekt könnte es hilfreich sein, sowas wie Mörtel zu haben oder Zement. Also ich habe hier zum Beispiel Steinmehl. Und genau, darauf gehen wir dann genauer ein. In der Regel baue ich mit dem, was ich da habe. Aber diesmal habe ich ein bisschen was anders davor. Ich will ja zum einen ein ganzes Haus bauen mit möglichst kostenlosen Materialien. Aber ich bin jetzt hier Airbnb-Gastgeber, beziehungsweise hier sollen Gäste ruhen können. Und hier möchte ich jetzt so eine Aufbewahrungstruhe haben. Fragt euch sowas wie die rote Kiste, regenfest, wetterfest und ich sag mal viermal so groß. Also dieses Dachpanel soll dann dafür sein. Und ja, was brauche ich dafür? Als Untergrund dachte ich mir, Paletten zu machen. Als Wand würde ich dann hier Steine sammeln und Steinmehl benutzen. Mit diesen Platten, den Marmorstein, will ich eventuell eine Dusche bauen, aber das schauen wir dann alles. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal auf Materialsuche. So, wir sind jetzt gleich beim ersten Händler, bei einem Steinmetz. Der produziert Marmorsteine, also verschiedenste Sachen. Und dann schauen wir mal, was er für uns hat. Okay, die Erlaubnis habe ich schon mal, aber die müssen jetzt erstmal den fetten Stein hier wegtransportieren. Das heißt, ich warte kurz. Und genau solche Materialien erhoffe ich mir, dass ich mir sowas zum Beispiel bauen kann. Das sind natürlich die verkauft werden, gut sind, aber ich bin mal gespannt, was die hier haben. Extrem laut hier, aber das ist alles, was ich mitnehmen kann. Und den ganzen Berg, das ist das Steinmehl, das ich immer nehmen darf. Aber ich suche mir jetzt hier schöne Steine raus. Dann ist das Thema Steine erledigt, Steinmetz. Jetzt geht's an die Paletten. Gehen wir Paletten holen. So, ich bin jetzt bei meinem Bauhändler des Vertrauens. Also den kenne ich privat. Ich darf hier jederzeit hinten reingehen. Die Paletten sind alle zu verkaufen. Ein bisschen teurer. Ich glaube 3,50 Euro zahlt mir hier für so eine Palette. Und ich kenne anderen Händler, da kriege ich die für 2 Euro. Das heißt, ich kaufe mir die guten Paletten hier nicht, sondern ich bediene mich immer hier. Das Holz, das er hier hinlegt, stellt er. Ja, das ist Müll und er muss eigentlich dafür bezahlen, dass es weggebracht wird. Und er lagert es jetzt hier für uns, damit wir das hier einfach abholen können. Und es sieht sehr, sehr gut aus sogar. Gucken wir mal, wie viel wir ins Auto bekommen. Also so eine gute Ausbeute hatte ich echt schon lange nicht mehr. So, Schritt Nummer 2 erledigt. Jetzt habe ich hier Palettenholz, aber es wankt nicht. Ich habe es mir ausgerechnet, ich brauche so an die 12 ganze Paletten. Und ja, das heißt, wir fahren nochmal. Und heute läuft so gut. Ich habe jetzt mein Auto leer gemacht. Und ja, ich hoffe, dass ich es voll bekomme. Heute will ich mal echt gucken, wie weit ich komme. Also ich habe das hier mir erarbeitet, dieses Dach. Ich habe auch manche schon mal in der Mülltonne gefunden. Aber ich hätte liebend gern wirklich eine richtige Quelle, wo ich so Weltlichtdächer regelmäßig abholen kann. Vielleicht schaffe ich das ja wirklich, mein ganzes Haus kostenlos hinzubekommen. Aber ich hoffe jetzt mal auf die Gutmütigkeit, aber verlass mich nicht drauf. Ich habe noch vor, hier ein Photovoltaiksystem zu installieren und einen Kinderspielplatz zu bauen. Und dafür gehen wir jetzt mal zu einem Autohändler. So, ich darf mich jetzt hier frei bedienen. Ich könnte jetzt auch Batterien bekommen, aber der Chef ist gerade nicht da und der Mitarbeiter war sich jetzt nicht sicher. Weil ich muss sagen, einmal habe ich hier 10 Euro bezahlt, dann bin ich hier nochmal hergekommen für eine andere Batterie, die dann auch funktionieren und verwendbar sind. Und ich soll heute Abend nochmal kommen, dann zahle ich so 10, 15 Euro.
Aber jetzt bedienen wir uns erstmal hier. Ich habe zwar genug Paletten, aber ich zeige euch jetzt noch meinen nächsten Händler. Der hat aktuell keine Paletten. Ich bin hier beim Gartenhändler und der hat hier extra so eine kleine Stelle für uns vorbereitet. Und dort können wir uns immer frei bedienen, wenn da was ist, aber da ist gerade nichts. So Leute, der nächste Händler. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Also gefühlt alle, die ich kenne, kriegen hier ihre Dächer her. Und zwar verkaufen die hier auch Second-Quality-Dächer. Ich bin jetzt zum allerersten Mal hier, weil die sehen mir schon richtig kaputt aus und nicht mehr nach zweiter Hand. Weil diese gebrauchten Weltwächter kriegt man dann viel billiger. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt will ich einfach mal hingehen und fragen, ob er mir seinen Müll zeigen kann und ich mir dann da was raussuchen kann. Ob ich jetzt Dächer bekomme oder nicht, ist mir jetzt erstmal egal. In einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber da bin ich mal gespannt. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Also er hat hier momentan keinen Müll da, den er zu weggeben hat. Er meinte aber, ich kann immer mal wieder vorbeikommen und gucken, ob die was da haben. Er legt es mir dann auf die Seite. Und die Dachpaneele, die ich da gesehen habe, die kosten 13 Euro der Quadratmeter und sind zum Verkaufen. Ein ganzes funktionierendes, glaube ich, 16 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, bei meinem Dach werden es dann wahrscheinlich so 400 Euro nur für die Dachpaneele, wenn ich sie gebraucht kaufe. Aber schauen wir mal weiter. Er hat mir noch den Tipp gegeben, zur Recyclinganlage hier zu gehen und dort mal nachzufragen. So, jetzt geht's zum sogenannten Eco-Center, Wiederverwertungsanlagen. Ich muss sagen, ich bezweifle, dass ich hier irgendwas bekomme. Das ist immer überwacht, da sind immer Mitarbeiter. Und dazu später noch mehr, aber die verdienen ja Geld dadurch. Das heißt, ich vermute, dass ich es nicht kostenlos bekomme. Schauen wir mal. Also, wie erwartet, es wurde nichts. Ich bin reingefahren und dann kam auch ziemlich schnell einer der Angestellten und hat mir gesagt, nee, ich darf da nichts nehmen. One man's trash ist die other man's treasure. Also richtig geil, an so gutes Material kostenlos ranzukommen. Und ich habe jetzt mich auch bei Freunden umgehört. Ich habe eine vermeintliche Quelle für Wellblechdächer. Muss ich mal schauen. Guck mal, in the car. Und falls ihr das Video sehen wollt über meinen Hund, wie es ist, hier off-grid zu leben, dann klicke gerne auf dieses Video. Ansonsten abonniere gerne den Kanal, dann seht ihr meine DIY-Projekte. Viel Spaß, euer Robin.